Lateinamerika hat eine außergewöhnlich hohe kulturelle Vielfalt. Knapp 10% der Gesamtbevölkerung gehören indigenen Völkern an. Indigene Völker sind direkte Nachkommen vorkolonialer Gesellschaften. Sie sind fast immer in der Minderheit und unterscheiden sich deutlich von der Mehrheitsgesellschaft. Indigene Völker haben einen besonderen Bezug zu dem Land, auf dem sie leben, eigene kulturelle Werte und eigene Institutionen und Rechtssysteme. Ihr traditionelles Wissen geben sie von Generation zu Generation weiter. Gleichzeitig sind indigene Völker im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt deutlich ärmer und haben weniger Zugang zu politischer Beteiligung und zu staatlichen Leistungen wie Gesundheit oder Bildung. Oft sind sie marginalisiert und werden im Alltag diskriminiert. Das soll nicht so bleiben. Deswegen, und damit indigene Völker weltweit mit ihren Kulturen überleben können, sind die Rechte indigener Völker festgeschrieben. Zum Beispiel in der UN-Erklärung zu den Rechten indigener Völker von 2007, in der ILO-Konvention 169, aber auch in vielen lateinamerikanischen Verfassungen. Wie die Bundesrepublik Deutschland die Rechte und Belange indigener Völker stärkt, zeigt Pro Indigena einfach erklärt. Vielfalt ist wichtig und schützenswert. Indigene Völker sollen weltweit mit ihren jeweils eigenen Kulturen leben können. Um dies zu ermöglichen, ist es wichtig, die indigenen Völker zu unterstützen. Deutschland tut das mit dem Vorhaben Pro Indigena der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Das Programm konzentriert sich auf Lateinamerika und es gibt zwei große Bereiche. Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Pro Indigena unterstützt indigene Völker in den 6 lateinamerikanischen Ländern Ecuador, Peru, Bolivien, Kolumbien, Paraguay und Guatemala bei der Wahrnehmung ihrer Rechte. Was bedeutet das konkret? Pro Indigena berät indigene Organisationen zu vielen Themen. In Gesetzgebungsverfahren zu Landressourcen und Landtitulierung, beim Zugang indigener Frauen zu Rechtsinstanzen und politischer Teilhabe, in der Bildungspolitik und in der Wahrung der kulturellen Vielfalt im Land. Dabei geht es darum, indigene Völker auf ihrem Weg zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe zu unterstützen. Sie sollen in Zukunft in der Lage sein, ihre Interessen in ihrem Land zu vertreten und wahrzunehmen. Pro Indigena fördert den politischen Dialog und die Verhandlungsprozesse zwischen indigenen Organisationen, Staat und anderen Beteiligten. Ein Beispiel. Nehmen wir an, in einem Land soll auf indigenem Territorium ein Staudamm gebaut werden. Große landwirtschaftliche Flächen würden unter Wasser gesetzt. Nehmen wir weiter an, die indigene Gemeinschaft weiß nun nicht genau, was passieren wird und wie sie ihre Interessen in diesem Fall vertreten kann. Pro Indigena hilft, die indigene Gemeinschaft zu informieren und den Dialog mit Regierung und Unternehmen auf Augenhöhe in Gang zu bringen. So kann die indigene Gemeinschaft ihre Interessen mit einbringen. Das Staudammprojekt wird umgesetzt, aber anders als ursprünglich geplant. Ein Teil der landwirtschaftlichen Fläche bleibt erhalten und die indigene Gemeinschaft wird zudem an den Erlösen beteiligt werden. Basis für solche Einigungsprozesse und die Arbeit von Pro Indigena ist das Prinzip des international gültigen Free Prior and Informed Consent, kurz FPIC. In vielen Projekten der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika sind indigene Völker betroffen. In der Landwirtschaft oder beim Klimaschutz, bei Windparks oder Bildungsinitiativen. Daher ist der zweite Schwerpunkt von Pro Indigena, die deutschen Entwicklungsprojekte dabei zu beraten, die Interessen und Bedürfnisse indigener Völker in ihren Projekten von Beginn an mitzudenken und zu berücksichtigen. Pro Indigena sensibilisiert und qualifiziert die Mitarbeiter der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika für indigene Themen und berät das BMZ, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Außerdem arbeitet Pro Indigena die Erfahrungen und Lessons Learned in der Zusammenarbeit mit indigenen Völkern auf und verbreitet sie. Das Know-how aus Lateinamerika stellt Pro Indigena auch dem BMZ zur Verfügung, denn indigene Völker leben überall auf der Welt.
Und das Ministerium will die Erfahrungen von Pro-Indigena aus Lateinamerika nutzen, um ein weltweites Positionspapier zur Zusammenarbeit mit indigenen Völkern für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit zu erarbeiten.